Hallo? Einen wunderschönen guten Tag, mein Name aus dem Bestandskundenbereich der Telekom. Ich spreche mit meinem. Ja, nicht direkt. Worum geht's? Wir haben ja, glaube ich, miteinander gestern gesprochen, kann das sein? Ja, Mann. Ah, ja, Mann. Sie waren. Ja, Mann. Ah, genau. Wir haben ja darüber gesprochen, über die Rufnummer. Sie haben ja gesagt, die Ehepartnerin kommt nach Hause. Ja. Und da haben wir gesagt, wir reden wir das auf morgen. Da geht es ja darum. Wir haben ja eine Rufnummer bei uns mit der 01512-00038-005-004-00510-00410. Ja. Da haben wir diesen Magenta L-Tarif. Ja, Mann. Und da wollen wir Ihnen halt ohne eine Vertragsverlängerung und ohne Umstellungskosten mehr Leistung zur Verfügung stellen, nämlich diese 24 GB. Ja, ich bin sehr froh, dass da endlich mal, also dass mal jemand anruft von der Telekom, weil ich wollte mich eh jetzt so bei Ihnen oder bei irgendjemand halt von der Telekom melden, weil die Sache ist so, also ich habe Ihnen das ja gestern auch mit meinem Nachbarn so erklärt. Wie gesagt, ich habe jetzt die letzten Jahre nicht so viel Glück gehabt und bei mir ist das alles ein wenig schwierig, aber ich habe Ihnen das ja offen alles erzählen können. Also, das Handy, mit dem Sie mich gerade anrufen, ich habe das erst seit 2 Wochen. Und das hat mir der John verkauft und er hat gesagt, er hat es von irgendwem anders abgekauft und der hat seine SIM-Karte noch drin. So, jetzt soll ich eigentlich das Handy gar nicht anmachen, solange ich nicht eine neue SIM-Karte habe. Aber der andere, also der kleine Sohn da, der spielt ja die ganze Zeit Mario Kart. Jetzt habe ich Sie zufällig gerade gestern da angerufen. Ich brauche halt ganz dringend eine neue SIM-Karte und ich müsste auch mal wissen, wie ich die andere aus dem iPhone da rauskriege. Weil ich finde irgendwie das Ding nicht. Also wir haben eine neue SIM-Karte, die Möglichkeit ist über eine Family Card. Da haben Sie 6 GB mit Streamer Music Gaming, monatlich 1995. Ja, Mann, weil ich habe jetzt hier gerade so iPhone 10 ist das, ich habe das für 50 Euro gekriegt, brutal billig. Der hat gesagt, irgendwie, das hat der andere auch verkauft. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall, da ist noch irgendein SIM. Haben Sie das iPhone, also welches iPhone haben Sie? Der hat gesagt, das ist ein iPhone 10, aber ich kenne mich damit nicht aus. Der hat mir das für. Wie viel haben Sie dafür gezahlt? 50 Euro. 50 Euro für ein iPhone 10? Ja, Mann. Dann müssen Sie mir mal sagen, weil ich für meine Freundin zum Geburtstag ein iPhone kaufe, dann müssen Sie mir mal sagen, wo kriegt man ein. Beim John? Von 10 für 50. Beim John? Der hat es, okay. Ich weiß nicht, er hat mir gesagt, das hat er von irgendwem anders wohl abgekauft und der andere hat vergessen, seine SIM-Karte rauszumachen. Ich soll nicht das Handy anmachen, bis die SIM-Karte draußen ist. Aber ich habe es jetzt halt angemacht, weil der kleine Junge auf jeden Fall spielen wollte. Er hat mir auch gesagt, wenn, okay, dann soll ich auf jeden Fall das GPR das ausmachen. Wenn wir das so machen, weil über die Family Card mit 6 GB Datenvolumen mit Telefonie, SMS Flat, EU Schweiz Flatrate und Stream on Music und Gaming, da kann man unbegrenzt Musik und Spiele spielen. Was? Da könnte ich das folgendes mal, die Karte passt in jedem Gerät rein. Ich gebe Ihnen 24 Monate 10 Euro raus. Nochmal. Haben Sie schon mal 240 Euro Gutschrift? Aber ich bin der nicht. Ich bin der nicht. Ich bin der Andi. Nochmal, wenn Sie auch da immer, keine Ahnung, Mann, wahrscheinlich der Vorbesitzer, der das Handy verkauft hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich soll eigentlich. Sie wollen aber doch die Karte haben, gell? Ja, irgendwann brauche ich eine neue Karte, aber ich muss erst einmal wissen, wie ich das Handy da aufkriege, Mann. Ich habe das andere dafür. Was habe ich gehabt? Samsung? Nee, was war das? Ja, doch, das ging einfach. Also hinter so Klappe konnte ich die SIM-Karte rausmachen. Ich weiß nicht, was ich. Ich finde es nicht beim iPhone. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, der hat gesagt, ich soll eigentlich gar nicht mit dem Dings telefonieren. Das wäre irgendwie gefährlich. Ich weiß auch nicht warum. Und ich soll warten, bis ich ein neues SIM. Nur die Optimierung, oder? Weil ich meine, es geht ja um die Rufnummer mit der 01000050038004000. Dann machen wir halt nur die Optimierung da, dass Sie halt dann die 24 GB bekommen von Ihrem Grundpreis von 79. Ja, aber noch einmal, weiß nicht, ja, ich muss, dann müsste ich aber. Bekommen. Aber auf wen läuft den Vertrag? Wie bitte? Auf wen der Vertrag läuft, weil das ist ja nicht auf mich. Also ich habe ja, wie gesagt, nur das Handy gekauft. Ich habe ja gestern mit Ihnen gesprochen, richtig? Ja, Mann. Genau, da habe ich Ihnen das ja erzählt mit meinem Nachbar und mit dem Internet und ich denke, mit Ihnen kann ich offen reden. Also, ich, wie gesagt, ich weiß nicht genau, ich habe das vom John, aber der John hat das Handy auch wieder irgendwo anders herbekommen. Und er hat gesagt, ich soll eigentlich nicht mit dem Handy telefonieren und das auch nicht anmachen. Jetzt hat nur mein kleiner Junge, der spielt die ganze Zeit das Mario Kart da, der hat das jetzt angemacht. Und dann habe ich Sie gestern angerufen und jetzt wieder. Und ich telefoniere eigentlich nicht mit dem Handy, weil, wie gesagt, er hat gemeint, irgendwie, der andere hat das wohl vergessen mit der SIM-Karte oder so, ich weiß es nicht genau. Ja, also wie gesagt, Sie haben ja unter der Rufnummer 01000000000 haben Sie einen Vertrag, ja, und das ist ja dieses Magenta Mobil L-Tarif mit Top-Handy in der dritten Generation. Ja, ich habe keinen Vertrag. Und da haben Sie, wie gesagt, okay. Noch einmal, ich habe. Wer hat dann diesen Vertrag? Mit ja, das wollte ich ja von, das wollte ich jetzt ja von Ihnen wissen. Weil, wie gesagt, ich habe nur das Handy vor 2 Wochen gekauft, habe das eine Woche lang nicht angemacht, dann habe ich es jetzt für die Kleine angemacht und jetzt hat es auf einmal gestern klingelt. Ja, aber ich ruf doch gerade auf diese Rufnummer an und dann gehen Sie ja gerade ran. Das ist ja dann eigentlich dann Ihr Vertrag.
Andi Schindler. Also hier steht bei mir, Herr B***, steht bei mir, ich frag mich halt, ich verstehe halt nicht, warum es kennen Sie den Namen B***? Nee, Mann. In welcher Stadt wohnt er? Freiburg. Ja, Freiburg wohne ich auch, aber die Straße kenne ich nicht. Das ist jetzt komisch. Können Sie mal eine Sekunde dranbleiben, ich frag mal kurz meinen Chef, ja? Ja, Mann. Eine Sekunde, bitte. Ja, Mann. Hallo? Und der andere muss der Chef fragen, Mann. Hallo? Alter, der andere fragt seinen Chef, Jenny! Kann ich mir was zum Essen bringen? Hallo? Ich bin hier in so einem weiteren Ding. Bring mal was zum Essen, Mann! Bist du daheim? Ah, die ist gar nicht daheim. Das gibt's ja gar nicht, Mann. Wo ist die? Ach, das ist Arbeit. Ja, was ist jetzt da los? Hallo? Hallo, sind Sie noch da? Was machst du da drüben wieder? Nein, du kannst es nicht spielen, Mann. Also bei mir. Du musst jetzt warten, bis ich wieder dran bin, Mann. Ich bin am Telefonieren, verdammt nochmal. Mach jetzt nicht so blöd rum da hinten, Mann. Du kriegst da hinten wieder. Hallo? Hallo? Oh, Entschuldigung. Hab gar nicht. Entschuldigung, hab nicht gemerkt, dass Sie wieder dran sind. Jetzt. Also bei mir steht halt hier mit drin. Ich weiß halt nicht, wie das zustande gekommen ist hier. Ja, wie gesagt, ich habe das Handy vor 2 Wochen gekauft und wahrscheinlich hat der Typ, dem das da Dings, auf den der Vertrag läuft, hat halt wahrscheinlich das irgendwie vergessen abzumelden oder so. Der wird sich wahrscheinlich bei Ihnen melden. Was hat denn der für... Oder ich kündige einfach, was hat denn der für eine Kundennummer? Also, die Kundennummer kann ich Ihnen mal gerne sagen. Warten Sie mal eine Sekunde. So, eine kleine Sekunde bitte. Ja, die Kundennummer habe ich hier auch. Das wäre die 70070070007. Okay, Mann. Dann gucke ich einfach, ob ich das irgendwie selber kündigen kann. Aber Sie sind jetzt nicht von der Polizei. Wer? Wie bitte? Sind Sie von der Polizei? Nein, von der Polizei. Um Gottes Willen, ich bin doch nicht von der Polizei. Warum denn von der Polizei? Ja, ich frage nur. Ich bin von der Telekom. Oder? Ja, ich frage nur. Okay, Mann. Ja, ja, ich, gut. Dann muss ich jetzt. Also man muss ja wissen, was da schiefgelaufen ist, weil das ist ein bisschen komisch. Ja, ich muss den. Ich muss jetzt einfach den John nochmal fragen, wo genau der das Handy her hat. Weil das finde ich jetzt auch ein bisschen komisch. Ja. Und Sie sagen, 50 Euro ist ein richtig guter Preis für ein iPhone 10. Ja. Okay, Mann. Ja, dann frage ich jetzt. Das kann. Jetzt tut mir leid, wenn ich das sage, es kann aber auch eine Verarsche von dem gewesen sein, weil 50 Euro, das Gerät neu kostet 600 Euro. Was? Also 50 Euro, das Gerät iPhone 10 kostet neu zwischen 600 bis 700 Euro. Dann habe ich jetzt. Minimum 4 bis 500. Wo sehe ich? Wo steht es drauf, was ich für ein iPhone habe? Ach, deshalb soll ich die... Soll ich deshalb die Hülle nicht abnehmen? Nee, da steht nur iPhone drauf. Ja, iPhone, aber welches Modell? Da ist etwas kleiner, ist etwas größer. Ja, das hat auf jeden Fall so runde Ecke. Also wenn es das iPhone 10 ist, dann würde ich da drauf verdächtig werden. Dann würde ich Ihnen raten, das nochmal zu erfragen, ja. Ja. Ja, der ist nicht so leicht erreichbar. Aber ich frage jetzt einfach den noch einmal. Wo der das her hat. Der hat gesagt, das hat halt einer ihm ganz günstig verkauft und er kann es mir günstig weiterverkaufen. Ich weiß es nicht. Okay, fragen Sie den nochmal, ja? Ja, Mann. Dann bleiben Sie gesund. Ja, Mann. Und wir werden gucken, was wir da machen können, ja? Ja, Mann. Dann nochmal eine schöne Woche, ja? Jawohl, Ihnen auch, Mann. Schlafen Sie gut. Danke. Ade. Bitte.